Herzlich willkommen zu meinem Video über Gparted. Ich zeige euch, wie man eine Festplatte partitioniert, um darauf eine Linux-Distribution zu installieren. Zuerst muss man oben rechts die richtige Festplatte auswählen für die Partitionierung. Die Daten auf diesem Datenträger werden alle gelöscht. Aber Vorsicht! Wer ganz sicher gehen will, entfernt alle anderen Datenträger aus dem Computer. Man kann die Oberfläche von Gparted anpassen, indem man die Laufwerksinformationen und ausstehende Operationen im Menü Ansicht aktiviert. Nachdem man die richtige Festplatte ausgewählt hat, kann man bestehende Partitionen löschen. Dazu klickt man die entsprechenden Partitionen an und klickt oben links auf das Papierkorb-Symbol. Das macht man so mit allen vorhandenen Partitionen. Danach klickt man auf das Hakensymbol oben rechts, um die gemachten Änderungen auszuführen. Wenn man einen Computer mit UEFI-BIOS hat, sollte man die Partitionstabelle der Festplatte mit GPT erstellen. Für einen älteren Computer mit normalem BIOS verwendet man MS-DOS. Dazu klickt man auf Laufwerk, Partitionstabelle erstellen und wählt dort eben GPT oder MS-DOS aus und klickt auf Anwenden. Jetzt erstellt man zuerst eine EFI-Partition, eine Boot-Partition. Diese sollte zwischen 300 und 1000 MB groß sein und man wählt beim Dateisystem FAT32. Die Bezeichnung muss nicht zwingend eingegeben werden. Dann klickt man auf Hinzufügen. Die zweite Partition erstellt man, die man erstellt, ist die Swap-Partition. Wenn die Festplatte eine schnelle SSD ist, sollte man diese Partition weglassen. Sie ist dann nicht nötig und verkürzt die Lebensdauer der SSD. Die Partition erstellt man am besten am Ende der Festplatte mit einer Größe von 1000 MB. Beim Dateisystem wählt man Linux Swap. Die Größe der Swap-Partition richtet sich nach der Größe des Arbeitsspeichers. Die dritte Partition erstellt man aus dem noch zur Verfügung stehenden Platz und beim Dateisystem empfehle ich ext4. Man kann auch btrfs nehmen, wenn das von der Distribution unterstützt wird. Danach klickt man wieder auf den Haken oben rechts, um die Partitionierung anzuwenden und man muss das noch bestätigen mit einem Klick auf Anwenden. Das dauert jetzt eine Weile, je nach Geschwindigkeit der Festplatte. Nachdem diese drei Partitionen erstellt worden sind, muss man noch die Einhängepunkte anpassen. Vor allem den Einhängepunkt der EFI-Partition muss man anpassen. Also klickt man diese Partition an und klickt im Menü Partition auf Markierung bearbeiten und aktiviert den Eintrag Boot. Damit wird gleichzeitig der Eintrag ESP aktiviert. Die Markierung der Hauptpartition und der Swap-Partition muss man nicht anpassen. Damit ist die Partitionierung abgeschlossen. Weitere solche Videos findet ihr auf meinem YouTube-Kanal Linux Coach. Auf meiner Homepage Computerexperte im Blog ist die genaue Beschreibung der Partitionierung zu finden. Danke und gutes Gelingen!